Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zugeschaltete, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Namen der Universität St. Gallen zu einer weiteren Ausgabe der Online-Session-Serie HSG Insights, jetzt zur Thematik Rückkehr aus dem Lockdown und wie man diese erfolgreich meistert. Ich freue mich außerordentlich auf dieses Webinar aus einem ganz speziellen Grund, denn das ist so quasi eine kleine Serie in der Serie. Wir hatten schon vor dem Lockdown zum Thema Arbeitsrecht ein Webinar. Wir haben dann während dem Lockdown ein Update gegeben zu diesem Thema. Und jetzt nach dem Lockdown kommt der nächste Update zum Thema Arbeitsrecht und eben halt auch Corona-Krise. Ich bin Bruno Mascello und mein Gast heute ist Thomas Geiser. Er ist emeritierter Professor für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen und damit zweifelsohne ein ausgewiesener Experte in dieser Thematik. Bevor wir aber starten, noch drei technische Hinweise für Sie. Erstens, wenn Sie eine Frage an Herrn Geiser haben, nutzen Sie bitte die F- und A-Funktion unten im Balken oder Q und A, je nachdem, wie es beschriftet ist bei Ihnen, und schreiben Sie Ihre Frage bitte dort hinein. Gern kurz, damit ich das sofort dann weitergeben kann. Bitte nicht die Chat-Funktion nutzen. Nutzen Sie die Chat-Funktion hingegen für Ihre Kolleginnen und Kollegen, die auch hier jetzt in dieser Veranstaltung sind, wenn Sie sich austauschen wollen. Der letzte Hinweis noch, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie finden sie anschließend bei den anderen Veranstaltungen auf unserer Webseite in Kürze dort abgelegt. Aber nun zum Referat. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist bei uns. Ich freue mich außerordentlich und möchte dir nun die Möglichkeit geben, uns ein neues Update zu geben. Wir sind ganz gespannt drauf. Vielen Dank. Bis später. Besten Dank, Bruno. Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Webinar. Es ist in der Tat ein Update, auch vielleicht in einem gewissen Umfang eine neue Öffnung zu neuen Fragestellungen, die sich doch vielleicht ergeben. Der erste Schock ist vorbei. Wir waren alle auf dieses Problem nicht vorbereitet. Das hat zu sehr vielen Fragen und Problemen geführt. Wir haben dann feststellen müssen und stellen das nach wie vor fest, dass das vermutlich die ganze Sache länger geht, als wir eigentlich gehofft hätten. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, mit dem Virus zu leben. Und dieses Virus hat damit auch unser Leben verändert und hat insbesondere auch die Arbeitswelt verändert. Am Anfang bestand auch eine sehr, sehr große Rechtsunsicherheit, weil man nicht genau wusste, wie man eigentlich mit dieser neuen Situation umgeht. Diese Rechtsunsicherheit hat sich etwas gelegt, aber nur etwas, weil selbstverständlich nach wie vor eine Vielzahl von Fragen, rechtlicher Fragen, insbesondere auch was das Arbeitsverhältnis betrifft, offen sind und es sicher einige Zeit gehen wird, bis wir hier eine Praxis haben, die sich eingespielt hat und die auch durch Gerichtsentscheide abgesichert ist. Insofern ist alles, was wir heute sagen, immer nur provisorisch und wir werden vielleicht in der einen und anderen Frage später eines Besseren belehrt. Die erste Frage, die natürlich in der Praxis uns alle beschäftigt, ist die Frage, wie eigentlich mit Arbeitsausfällen umzugehen ist, die auf diese Pandemie zurückzuführen sind. Viele Unternehmen, insbesondere in bestimmten Branchen, dazu gehört selbstverständlich in allererster Linie die Touristikbranche, es gehört dazu aber auch die Unterhaltungsbranche, es gehören dazu viele andere Branchen, Zulieferer von allen möglichen Dingen. In vielen Branchen waren massive Umsatzeinbußen und es sind nach wie vor auch Umsatzeinbußen. Man ist noch nicht dort, wo man vor der Pandemie war. Die Frage ist, wer trägt hier das Risiko? Wie sieht es mit den Arbeitsverhältnissen aus?
Hat das irgendeinen Einfluss auf die Arbeitsverhältnisse? Ja, selbstverständlich, indem eben unter Umständen nicht gearbeitet werden kann. Aber das ist das sogenannte Betriebsrisiko der Arbeitgeberin und ist folglich auch von der Arbeitgeberin wirtschaftlich zu tragen. Das SECO hat mehrfach verlauten lassen, dass dies nicht zum normalen Betriebsrisiko gehöre. Das ist durchaus zutreffend. Es ist nicht ein Normalfall, aber es ist dennoch Betriebsrisiko. Diese Aussage des SECOs war wichtig, um hier Kurzarbeitsentschädigung zu ermöglichen. Das ist für das normale Betriebsrisiko nicht möglich, aber für weitergehende Betriebsrisiken ist das eben sehr wohl möglich. Zu beachten ist eben, dass dann einfach nicht gearbeitet werden kann, weil keine Arbeit vorhanden ist. Die Arbeitgeberin muss dennoch den Lohn weiterbezahlen, weil eben das ihr Risiko ist und der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, diese Arbeitszeiten später nachzuholen. Es gibt einen Bereich, in dem das in der Praxis in den letzten Monaten ziemlich schief gelaufen ist und in vielen Fällen nicht eingehalten worden ist. Das ist bei der privaten Reinigung, also wenn man jemanden angestellt hat, um die Wohnung zu reinigen und unter Umständen nicht wollte, dass diese Person kommt und die Wohnung reinigt, weil man zu Hause blieb und insbesondere auch Bedenken hatte. Hier ist klar, da muss man den Lohn dennoch bezahlen, und das Reinigungspersonal muss nachher nicht diese Zeit nachholen. Bei größeren Betrieben ist selbstverständlich zum Teil noch offen, was geschieht. Wir wissen nicht, ob es Konkurse geben wird. Es ist anzunehmen, dass es die geben wird. Wie viel, wissen wir nicht. Es ist aber auch anzunehmen, wir lesen das täglich in den Zeitungen, dass Unternehmen Betriebsstätten schließen, verkleinern müssen und dabei auch Personal entlassen müssen. Das ist in der Schweiz im Prinzip ohne weiteres möglich. Es sind selbstverständlich die Kündigungsfristen einzuhalten, aber wir haben insoweit Kündigungsfreiheit, zum Teil auch im Gegensatz zu gewissen Nachbarstaaten, dass es ohne weiteres möglich ist, aus betriebswirtschaftlichen Gründen Stellen abzubauen. Allerdings, wenn es sich um Massenentlassungen handelt, ist ein entsprechendes Verfahren einzuhalten. Auch hier eigentlich kein Problem. Das Verfahren hat aber unter Umständen zur Folge, dass die Kündigungen sich verzögern. Also das muss einkalkuliert werden. Unter Umständen sind auch Sozialpläne zu erlassen bzw. auszuhandeln. So viel zum Problem mit den Arbeitsausfällen, die sich einfach auf diese Pandemie gründen und einfach die Arbeit nicht vorhanden ist. Corona hatte aber auch andere arbeitsrechtliche Folgen. Es gibt die Arbeitsverhinderung des einzelnen Arbeitnehmers wegen einer Corona-Erkrankung. Und wie ist hier vorzugehen? Ist ein Arbeitnehmer aufgrund einer Krankheit oder Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht unverschuldet an der Arbeit verhindert, so hat ihm die Arbeitgeberin den Lohn während einer beschränkten Zeit dennoch auszurichten. Das bestimmt das Arbeitsvertragsrecht. Wie lange diese beschränkte Zeit ist, dauert, hängt einerseits von der Dauer des Arbeitsverhältnisses ab. Andererseits gibt es da aber leider auch unterschiedliche Praxen, je nach Kanton, sodass nicht genau vorauszusagen ist, wie lange diese Lohnfortzahlungspflicht besteht. Viele Unternehmen haben Krankentaggeldversicherungen abgeschlossen, also decken das mit Versicherungen ab. Das kann man ohne weiteres, das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Entscheidend ist dann selbstverständlich immer, was im konkreten Versicherungsvertrag vereinbart ist. Dort gibt es eine Vielzahl von Fragen, die sich stellen, auf die ich jetzt aber hier nicht weiter eingehen will. Diese Lohnfortzahlungspflicht
gilt selbstverständlich auch bei einer Corona-Erkrankung. Das ist eine Erkrankung wie eine andere auch. Zu beachten ist aber, dass diese Lohnfortzahlungspflicht auch voraussetzt, dass die Erkrankung nicht verschuldet ist, wie das Gesetz sich ausdrückt. Hier ist aber die Praxis sehr streng. Ein Verschulden wird nur ganz selten angenommen und mit großer Zurückhaltung. Was heißt das im Zusammenhang mit Corona? Ich meine, dass jedes sozial adäquate Verhalten nicht als Verschulden angesehen wird. Also jedes Verhalten, von dem man sagen muss, ja, das macht man halt, das ist nicht ein Verschulden. Sonst wären sehr viele Krankheiten auch sonst als Verschulden zu qualifizieren. Wie ist es nun ganz konkret mit einer Reise ins Ausland? Ich meine, auch hier ist die Sache natürlich nicht abgesichert durch höchstrichterliche Rechtsprechung, aber ich meine, dass wenn jemand ins Ausland reist, jetzt nicht, weil er das beruflich vom Arbeitgeber her aufgefordert muss, sondern privat, also in die Ferien geht etc., wenn er ins Ausland reist und in ein Land reist, das im Zeitpunkt, in dem er diese Reise antritt, bereits auf der Liste ist, jener Länder, bei der man nachher in eine Quarantäne muss, also die als gefährliche Länder gelten, dann meine ich, ist auch eine Erkrankung, eine Ansteckung in diesem Land als selbstverschuldet anzusehen. Wenn aber dieses Land nicht auf dieser Liste ist und auch nicht bereits der Bund erklärt hat, dass es demnächst auf die Liste kommt, sondern erst auf die Liste kommt, erst die Frage sich stellt, wenn man bereits in diesem Land ist und dann, wenn man zurückkommt, unter Umständen eben erkrankt ist, dann meine ich, kann man nicht von selbstverschuldet reden, weil dieses Verhalten eben durchaus üblich ist, dieses Verhalten noch im Rahmen dessen ist, was sich ohne weiteres vertreten lässt. Das Gleiche, meine ich, gilt auch für Besuche von Discos etc. Hier ist ja sehr umstritten, auch statistisch umstritten, ob das wirklich gefährlich ist oder nicht, oder ob die Sicherheitskonzepte genügen. Ich würde mich hüten, dazu Stellung zu nehmen, sonst gibt es sofort eine riesen Aufregung, je nachdem, wer alles zuhört. Da muss man immer sehr aufpassen. Ich verstehe auch selbstverständlich vom Medizinischen nichts. Aber auch hier, meine ich, muss man schlicht und einfach darauf abstellen, was die Behörden anordnen. Und wenn die Behörden ein Verbot anordnen oder bestimmte Einschränkungen auferlegen diesen Institutionen, diesen Betrieben und diese Einschränkungen dann nicht eingehalten werden und man gegen solche Verbote verstößt, dann meine ich, kann man wieder von einem Selbstverschulden reden, wenn man dann angesteckt wird. Zu beachten ist allerdings, dass dann immer relativ schwierig ist nachzuweisen, ob man tatsächlich dort angesteckt worden ist oder sonst angesteckt worden ist. Ich glaube, auch als selbstverschuldete Ansteckung müsste man ansehen, wenn jemand wiederholt und stur beispielsweise dass die Maskentragepflicht an bestimmten Orten verletzt oder bewusstes, wiederholtes Verweigern von Abstand halten etc. Hier könnte, wenn ein Verhalten wirklich krass gegen die Regeln verstößt, die Behörden aufgestellt haben, das könnte als Verschulden angesehen werden, das dann zur Folge hat, dass die Arbeitgeberin bei einer Erkrankung keine Lohnfortzahlungspflicht trifft. Ich würde aber allen Arbeitgeberinnen empfehlen, hier äußerst zurückhaltend zu sein und wirklich nur in Extremfällen diese Lohnfortzahlung zu verweigern, weil die Gefahr, dass man hier in einem Prozess nachher auf die Nase fällt, weil man auch irgendetwas möglicherweise nicht beweisen kann, ist relativ groß. Also hier ist Vorsicht am Platze. Wie sieht es nun mit der Lohnfortzahlung bei Isolation und Quarantäne aus? Hier muss man mal einfach begrifflich unterscheiden. In die Isolation wird jemand geschickt,
wenn er krank ist. Quarantäne ist, wenn man nicht weiß, ob jemand ansteckend ist. Isolation und Quarantäne an sich ist noch keine Arbeitsunfähigkeit. Auch wenn jemand infiziert ist und möglicherweise Symptome hat, hat er möglicherweise ganz leichte Symptome, die ihn gar nicht daran hindern, zu arbeiten, die es aber ihm verunmöglichen, an den Arbeitsplatz zu kommen. Dann ist es aber ohne weiteres möglich, Homeoffice zu machen. Selbstverständlich ist das nicht bei jeder Arbeit möglich, aber bei diversen Arbeiten ist das möglich. Und vom Arbeitnehmer, der eine Krankheit hat, die ihm nicht erlaubt, das Haus zu verlassen oder an den Arbeitsplatz zu kommen, ist immer unabhängig von Corona selbstverständlich die Frage zu stellen, kann er noch weiter arbeiten, trotzdem arbeiten, vielleicht eben einfach zu Hause. Und wenn er das kann dann, und ihm das zuzumuten ist von den Umständen her, dann muss er auch. Dann kann er nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine Krankheit, also folglich bin ich krank und kann nicht arbeiten. Also Restarbeitsfähigkeit, die ist auszunutzen. Das kann selbstverständlich im Einzelfall zu Diskussionen Anlass geben. Und wenn der Arbeitnehmer noch eben in irgendeiner Weise arbeitet, dann ist auch klar, dass die Arbeitgeberin den Lohn bezahlen muss, weiter bezahlen muss, da dann unabhängig auch von irgendeiner Dauer, weil er bringt ja die Arbeitsleistung unter Umständen aus gesundheitlichen Gründen nur noch reduziert, aber er bringt grundsätzlich die Arbeitsleistung. Wenn nun die Homeoffice nicht möglich ist von der Arbeit her, weil es beispielsweise eine Arbeit an einer Maschine oder Kundenkontakt unbedingt notwendig ist, dann handelt es sich eben um eine Isolation, die zu einer Arbeitsverhinderung führt, und zwar eine Arbeitsverhinderung aus gesundheitlichen Gründen. Klar, der Betreffende ist ja krank, sonst wäre es keine Isolation. Und damit ist gemäß Artikel 324a OR wie bei einer anderen Erkrankung der Lohn für eine beschränkte Zeit geschuldet. Zur Frage des allenfalls Verschuldens des Arbeitnehmers an dieser Krankheit habe ich bereits die Ausführungen gemacht. Jetzt bei der Quarantäne ist die Frage etwas heikler, weil bei der Quarantäne ist der Betroffene ja im Prinzip nicht krank, sondern er ist nur, deshalb bleibt er zu Hause, weil man nicht weiß, ob er allenfalls ansteckend ist und weil man nicht will, dass weitere Ansteckungen erfolgen. Hier ist nun zu unterscheiden. Der Normalfall dürfte jener sein, dass jemand behördlich in Quarantäne geschickt wird. Sei das, dass tatsächlich eine Verfügung, behördliche Verfügung vorliegt, die sagt, ja, du musst in Quarantäne, sei das, dass er aufgrund der Vorgaben, die klar dazu führen, dass eigentlich, wenn die Behörde das erfährt, er eine Verfügung kriegt, dass er in Quarantäne bleiben muss, sich bereits in Quarantäne begibt, aber hier in Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht, auch hier meine ich, besteht genau gleich eine Lohnfortzahlungspflicht wie bei der Isolation, bei der Erkrankung. Selbstverständlich auch hier ist Homeoffice in erster Linie mal abzuklären, ob das möglich ist. Und wenn das möglich ist, muss er das auch machen. Und zweitens natürlich auch die gleiche Frage bezüglich des Verschuldens, je nachdem, warum er jetzt in der Quarantäne ist. Anders sieht es aus, wenn jetzt der Arbeitnehmer einfach besonders ängstlich ist und sich deshalb in Quarantäne begibt, obgleich keinerlei behördliche Vorschriften diesbezüglich bestehen. Dann meine ich, hat die Arbeitgeberin aus der Fürsorgepflicht eine gewisse Verpflichtung zu schauen, ob Homeoffice möglich ist vom Betrieb her. Wenn das möglich ist, ohne Einschränkung des Arbeitserfolges,
mit einer vielleicht etwas Inkonvenienz für die Arbeitgeberin, aber eine durchaus zumutbare Inkonvenienz. Dann meine ich, ist die auch hier eine Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin, weil sie auch in einer gewissen Form Rücksicht nehmen muss. Wenn das hingegen nicht möglich ist, dann besteht keine Lohnfortzahlungspflicht, wenn der Arbeitnehmer einfach aus eigenem Entscheid, weil er besonders ängstlich ist, auf eine Quarantäne besteht. Möglich ist selbstverständlich auch der umgekehrte Fall, dass von der Behörde her keine Quarantäne notwendig wäre, dass aber die Arbeitgeberin aus besonderen Sicherheitsbedürfnissen sagt, wenn jemand aus diesem Land kommt, das zwar nicht auf der Liste ist, will ich dennoch, dass er in Quarantäne geht, will ich ihn nicht im Betrieb sehen, dann hat die Arbeitgeberin diese Folgen zu tragen, weil das ja auf ihren Entscheid zurückgeht. So viel zur Lohnfortzahlungspflicht. Wir kommen vielleicht dann bei den Fragen noch dazu. Es sind immerhin, sehe ich, 5 Fragen schon eingegangen. Also schauen wir, dass wir genügend Zeit haben, auch noch für diese Fragen zu beantworten. Betrachten wir nun den zweiten Aspekt, nämlich den Kündigungsschutz bei Isolation und Quarantäne. Auszugehen ist dabei, dass in der Schweiz Kündigungsfreiheit besteht. Im Gegensatz zu ausländischen Rechten ist es ja in der Schweiz so, dass es keinen begründeten Anlass braucht, um kündigen zu können. Ich bekomme immer wieder die Frage, dass es heißt, ja, jemand ist jetzt in Quarantäne, darf die Arbeitgeberin ihm deswegen kündigen? Sie darf wegen allem kündigen. Sie braucht keinen besonderen Grund. Wenn sie das begründet mit der Tatsache einer Krankheit, kann das etwas ungeschickt sein, weil das dann unter Umständen missbräuchlich sein könnte. Aber wenn es missbräuchlich ist, hat das nur zur Folge, dass die Arbeitgeberin noch eine Strafzahlung machen muss. Die Kündigung ist gültig, Punkt, Schluss. Also hier haben wir arbeitgeberseitig kein Problem. Sie können ohne weiteres kündigen, wenn jemand beispielsweise nach Ihrer Ansicht sich bezüglich Covid nicht genügend vorsichtig benimmt, etc., können Sie ihm ohne weiteres kündigen. Eine andere Frage ist, wann Sie diese Kündigung aussprechen können. Weil das Schweizerische Arbeitsvertragsrecht sogenannte Sperrzeiten kennt. Während jemand krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, besteht während einer beschränkten Zeit eine sogenannte Sperrfrist. Das heißt, in dieser Zeit, auch das hängt wiederum von der Dauer des Arbeitsverhältnisses ab, in dieser Zeit kann nicht gekündigt werden. Das heißt, wenn in dieser Zeit gekündigt wird, ist diese Kündigung schlicht nichtig. Sie kann nachher ohne weiteres wiederholt werden. Und hier haben Sie wiederum eigentlich die gleiche Situation wie bezüglich der Lohnfortzahlungspflicht. Es ist die Frage, wie weit liegt eine gesundheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vor. Und hier auch wiederum, wenn jemand Homeoffice machen kann, ist keine Arbeitsunfähigkeit. Wenn jemand nicht Homeoffice machen kann, sei das, dass er schlicht krank ist, oder sei das, dass er zwar in Quarantäne ist, aber von der Arbeit her Homeoffice nicht möglich ist, dann meine ich, besteht eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines gesundheitlichen Problems, eines gesundheitlichen Vorfalls, und damit ist eine Sperrfrist gegeben, eine Kündigung ist in diesem Zeitpunkt während einer beschränkten Dauer nicht möglich. Diese beschränkte Dauer ist in jedem Fall länger als die Quarantäne, also ist dann während der Quarantäne eine Kündigung nicht möglich. Die Sache ist erstaunlich. Es ist nämlich immerhin so, dass wenn jemand in Quarantäne ist, und der Homeoffice machen kann, also die Arbeitgeberin ihm sagt, ja, du kannst Homeoffice machen, dann besteht kein Kündigungsschutz. Wenn aber er in Quarantäne ist
Und die Arbeitgeberin sagt, nein, bei uns gibt es kein Homeoffice, du kannst nicht Homeoffice arbeiten, dann ist er an der Arbeitsleistung verhindert. Und dann hat er Kündigungsschutz. Also Arbeitgeberseite kann es durchaus im Interesse sein, ihm zu sagen, doch, doch, du kannst Homeoffice machen, dann kann ich dir kündigen. Etwas merkwürdig, aber solche Dinge gibt es. Nun zu einem weiteren Punkt. Wie sieht es nun aus, jetzt auch nach dem Lockdown, in Betrieben, die darauf Wert legen, was durchaus sinnvoll ist, dass bei ihnen keine Ansteckung erfolgt und die hier nun auch diese Regeln, Abstandsregeln etc. etc. einhalten? Welche Kontrollrechte hat hier nun die Arbeitgeberin? Es gibt Arbeitgeberinnen, die nun die Leute beim Betreten des Betriebsareals bei denen Fieber messen und dann diejenigen, die Fieber haben bzw. erhöhte Temperatur, nach Hause schicken. Ist das zulässig oder ist das nicht zulässig? Ich meine durchaus, dass das zulässig ist. Das ist eine Schutzvorkehre für die anderen Arbeitnehmenden. Ich meine, dass man sich durchaus überlegen sollte, Unternehmen sich überlegen sollten, ob sie das nicht unabhängig von Corona bei Grippenepidemien, bei auch ganz gewöhnlichen Grippenepidemien machen sollten. Weil durchaus das ein Problem ist, wenn Arbeitnehmende mit Fieber und damit ansteckend bei Grippen in den Betrieb kommen. Es ist insofern, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, interessant, wie sich Diskussionen verschieben. Jahrzehntelang war immer die Diskussion, dass von gewissen Arbeitgebern immer wieder geltend gemacht worden ist, ja, die Arbeitnehmer, obgleich sie eigentlich nur eine unbedeutende Krankheit haben, bleiben zu Hause und dabei könnten sie arbeiten kommen und sich darüber geärgert haben. Jetzt hat sich die Sache etwas umgedreht und man hat Angst, dass Arbeitnehmer mit geringen Symptomen zur Arbeit erscheinen, die ansteckend sind und folglich gescheitert zu Hause bleiben sollten. Epidemiologisch ist das zweite Verhalten sicher gescheiter als das erste Verhalten. Ich habe auch meinen Assistierenden, die dann immer gesagt haben, ja, ich komme trotzdem, obgleich ich jetzt an einer Grippe eine leichte Grippe hatte, aber ich komme trotzdem, habe ich gesagt, nein, bitte bleibt zu Hause. Ich will nicht, dass ihr den ganzen Betrieb ansteckt. Also hier Kontrolle, Fiebermessen, meines Erachtens absolut zulässig. Heikel wird es, wenn Sie die Daten nachher aufbewahren wollen. Ich meine, das ist nicht zulässig. Ich meine, die erhobenen Temperaturdaten sind nachher sofort zu vernichten. Die dürfen nicht aufbewahrt werden. Aus Datenschutzgründen. Darf die Arbeitgeberin fragen, wo jemand in den Ferien war? Ich meine, nein, das geht sie im Prinzip nichts an. Es geht sie auch nichts an, ob jemand in einem Club war oder nicht am Samstagabend. Das Einzige, was sie fragen darf, ist, ob der Arbeitnehmer an einem verbotenen Ort war. Ja, ich meine, das darf man fragen. Und ebenso natürlich fragen, ob der Arbeitnehmer in einem Land in den Ferien war, das auf der Liste ist und folglich er nun in die Quarantäne muss. Die Arbeitgeberin darf fragen, ob der Arbeitnehmer sich gesetzeskonform verhalten hat, wenn diese gesetzlichen Regeln einen Einfluss auf die Arbeit haben und das haben sie. Hier. Nun zur Frage, wie ist das eigentlich, hat sich das weiterentwickelt? Wir haben zurzeit dank Corona ein Aufblühen von Homeoffice. Das ist nichts Neues, das gab es schon immer. Ich habe, als ich am Bundesgericht als Gerichtsschreiber tätig war, auch teilweise im Homeoffice gearbeitet, mit der Auflage, dass niemand anderem zu sagen, weil man nicht genau wusste, ob das eigentlich so ganz geht mit den Regeln.
aber das ging bestens und ist inzwischen auch durchaus üblich. Homeoffice hat sich auch gezeigt, ist zum Teil sehr effizient. Hier stellt sich selbstverständlich eine Vielzahl von Fragen, die sich auch weiter stellen werden. Eine Frage ist natürlich, hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Homeoffice? Nein, hat er nicht. Es kommt darauf an, was man im Arbeitsvertrag geregelt hat. Das kann man regeln. Die Arbeitgeberin kann auch den Arbeitnehmer nicht einfach zwangsweise ins Homeoffice schicken, wenn das nicht vereinbart ist. Es sei dann eben, es sei eine ganz besondere Situation, wo es plötzlich nicht anders geht, wie hier jetzt im Zusammenhang mit Corona. Wenn aber die im Prinzip einverstanden, der Arbeitnehmer einverstanden ist, gibt immer wieder Verträge, bei denen die Arbeitgeberin sagt, ich stelle keinen Arbeitsplatz zur Verfügung im Büro. Wir sehen vor, dass du zu Hause arbeitest. Der Arbeitnehmer sagt, ja, ich bin grundsätzlich damit einverstanden. Dann stellt sich die Frage, wer ist für die Kosten aufzukommen? Und das ist absolut klar, das hat auch das Bundesgericht vor ungefähr einem Jahr, also nicht im Zusammenhang mit Corona, sondern sonst entschieden. Die Arbeitgeberin hat selbstverständlich für die notwendigen Auslagen aufzukommen. Das bedeutet auch unter Umständen einen Anteil an Miete zu bezahlen. Im konkreten Fall ging es dann um 150 Franken im Monat, die Arbeitgeberin an die Miete zu bezahlen hatte. Es ist auch die Frage Beleuchtung, es ist die Frage Elektrisches, es ist die Frage Heizung. Da muss man sich einigen, was das letztlich insgesamt ist, ist im Einzelfall zu bestimmen. Die Arbeitgeberin kann durchaus verlangen, dass da der Arbeitnehmer sparsam ist. Die Arbeitgeberin kann aber nicht verlangen, dass der Arbeitnehmer nicht heizt und dann bei 16 Grad zu Hause arbeiten muss. Das ist klar. Hier muss man eine vernünftige Lösung finden. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid, und das ist beachtlich, festgehalten, dass eine solche Entschädigung für die Miete, also Mietanteil, auch dann geschuldet ist, wenn der Arbeitnehmer nicht für das Homeoffice besonders einen Raum anmieten muss, zusätzlich, sondern wenn er das in seiner Wohnung macht, er hat ja dann einen Raum, der nicht mehr vollständig für Wohnzwecken verwendet werden kann und das ist in irgendeiner Form abzugelten. Sehr viel problematischer beim Homeoffice ist eigentlich etwas anderes. Wir haben ja im Arbeitsgesetz haben wir Arbeitnehmerschutznormen, die zwingend sind. Die bekanntesten sind diejenigen bezüglich der Arbeitszeiten, Nachtarbeitsverbot, Sonntagsarbeitsverbot, maximale Arbeitszeiten etc. Es gibt aber auch weitere Gesundheitsschutz. Das geht hin bis zur Frage des Tageslichtes, dass es braucht Größe der Räume. Es gibt auch ergonomische Vorschriften und Regeln bezüglich Stühlen etc. etc. Verantwortlich, um dies einzuhalten, ist die Arbeitgeberin. Und daran ändert sich nichts Grundsätzliches, wenn es um Homeoffice geht. Also auch beim Homeoffice ist die Arbeitgeberin für die Einhaltung dieser Normen verantwortlich. Es ist selbstverständlich, dass der Arbeitnehmer in viel stärkerem Ausmaß als wenn das in der Betriebsstätte erfolgt, zur Mitwirkung verpflichtet ist und hier auch selbstverständlich eine Eigenverantwortung trägt, weil das ja in seinen eigenen Räumen erfolgt. Also er auch für den Wandschmuck beispielsweise in den Räumen verantwortlich ist, er auch verantwortlich ist, dass der Raum eben auch letztlich geeignet ist, aber die Arbeitgeberin kann sich nicht einfach hier aus der Verantwortung ziehen und muss sich hier durchaus auch erkundigen, gewisse Abklärungen treffen, ob die Normen eingehalten werden oder nicht und den Arbeitnehmer jedenfalls darauf aufmerksam machen, was da einzuhalten ist und das mit ihm
besprechen. So viel zum Homeoffice und ich würde vorschlagen, dass ich hier nun mal ende und Bruno wieder zurückgebe, auch für die Fragen. Besten Dank. Lieber Thomas, besten Dank. Sehr spannend zu sehen, was sich ein bisschen angepasst hat schon bereits. Und ich würde jetzt gerne zu den Fragen rübergehen. Wir haben hier eine im Vorfeld schon gekriegt und die betrifft die neue Risikogruppe. Seit Anfang August hat das BAG Schwangere als Risikogruppe qualifiziert in Corona. Sprache bedeutet das, dass der Arbeitgeber jetzt noch speziell etwas Neues noch beachten muss oder was bedeutet das rechtlich gesehen? Also es ist klar, es gibt jetzt unabhängig von Corona gibt die Bestimmung, dass bei Schwangeren die Arbeitgeberin Rücksicht nehmen muss auf die Gesundheit der Schwangeren, dass sie bestimmte Arbeiten Schwangere nicht ausführen dürfen. Im Prinzip generell alle Arbeiten, die die Schwangere und den Fötus gesundheitlich gefährden können. Das gilt selbstverständlich jetzt für Corona auch. Schwangere sollten nicht dem Risiko einer Infektion ausgesetzt werden. Das heißt, Schwangere können folglich verlangen, dass am Arbeitsplatz die Abstandsregeln vielleicht in einem größeren Maß eingehalten werden müssen, dass gewisse Kontakte vermieden werden müssen, dass möglicherweise auch gewisse Transportprobleme zum Arbeitsplatz bestehen. Das hat sich jetzt wohl etwas gelegt mit der Tatsache, dass Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln besteht, dass man aber vielleicht Rücksicht nehmen muss hier auf gewisse Dinge. Und dass das bedeutet, dass Schwangere gewisse Arbeiten nicht ausführen können, dass Arbeitsverhältnisse angepasst werden müssen. Und hier sieht das Gesetz das ausdrücklich vor und sieht vor, dass die Schwangere dann die Arbeit verweigern kann mit voller Lohnfortzahlung, wenn die Arbeitgeberin diese Maßnahmen nicht ergreifen kann. Und auch natürlich nicht Homeoffice möglich ist. Homeoffice sollte an sich in solchen Fällen immer möglich sein, weil da ja keine Gefahr besteht, irgendeiner Ansteckung. Kann die Arbeitgeberin nicht eine andere Arbeit zuteilen? Achtung, das bedeutet auch, dass die Schwangere sich gefallen lassen muss, dass die Arbeit sich verändert und dass sie unter Umständen eine andere, zumutbare, adäquate Arbeit übernimmt, die vertraglich so nicht vorgesehen ist, aber die jetzt, weil die vertraglich vorgesehene Arbeit nicht möglich ist, ihr zuzumuten ist. Aber wenn die Arbeitgeberin das nicht kann, dann besteht eine Lohnfortzahlungspflicht während der ganzen Dauer von 80%. Dann, danke, kommen wir zu einem Fragenblockkomplex, der alles ein bisschen umfasst. Es geht um das Thema Ferien und Homeoffice. Und da gibt es verschiedene Fragen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer beschäftigen. Und ich beginne mal mit der ersten. Du hast vorhin gesagt, dass alles, was eigentlich Ferien und Freizeit angeht, der Arbeitgeber nicht danach fragen kann. Aber kann er verbieten, dass du dich in ein Risikoland in die Ferien begibst? Also mal ganz klar, verbieten kann er das sowieso nicht. Die einzige Frage ist, ob er dem Arbeitnehmer sagen kann, wenn du in dieses Land gehst, dann nachher, ist die Frage der Folge, kündige ich dir. Das kann er sowieso. Er kann auch sagen, wenn du nicht in dieses Land gehst, kündige ich dir. Braucht ja keinen besonderen Grund. Kann er sagen, wenn du in dieses Land gehst, kündige ich dir fristlos. Ich meine, das kann er nicht. Das ist die, also auf jeden Fall sicher nicht, solange das Land nicht auf der Liste ist. Ist das Land auf der Liste, meine ich, muss man differenzieren. Im Prinzip auch nicht. Er kann sagen, wenn du in das Land gehst, das auf der Liste ist und nachher in Quarantäne musst, dann bezahle ich den Lohn nicht während der Quarantäne. Ja, ohne weiteres. Er kann aber allenfalls
kann die Situation eintreten, dass die nach den Ferien unmittelbar der Arbeitnehmer zwingend irgendeine Arbeit machen muss. Also Sie haben beispielsweise eine Veranstaltung, nicht eine, eine Weiterbildungsveranstaltung, und da hat er einen Einsatz. Und jetzt ist genau alles geplant auf diesen Einsatz unmittelbar in diesem Zeitpunkt. Und der sagt jetzt, ich gehe vorher noch in die Ferien. Und jetzt geht er in die Ferien in ein Land, in dem er nachher in Quarantäne muss und folglich nicht in den Einsatz kann. Hier kann ich nun sagen, hey, hallo, du vereitelst genau die Arbeit, für die ich dich angestellt habe. Also hier fristlos gründen, dann wäre es möglich. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Gut. Lass mich noch hier bleiben und eine Frage, die wir gekriegt haben, ein bisschen modifizieren. Du hast schon gesagt, wenn jemand trotzdem geht und dann in Quarantäne muss, kann man ihm den Lohn, ich sag mal, verweigern, vermutlich aber nur, wenn er kein Homeoffice machen könnte. Könnte ich, wenn er jetzt aber Homeoffice machen könnte, mich eigentlich so, ich sag mal, mir das so rausholen, dass ich trotzdem Homeoffice machen kann, weil ich es ja sonst nicht erzwingen kann, aber so kann ich ja ganz elegant sagen, Quarantäne muss ich machen. Sicher. Also ich meine, das ist ein klares Problem, das jetzt nicht über das Juristische hinausgeht, aber das ist durchaus gut so. Es ist immer die Frage, was haben die Parteien ja für ein Verhältnis? Und haben Sie ein Vertrauensverhältnis? Das sollten Sie eigentlich beim Arbeitsverhältnis. Und Sie haben gegenseitig jetzt auch rechtlich die Pflicht, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Also wenn der Arbeitnehmer einfach alles ausnutzt, um möglichst zu profitieren, dann verhält er sich eigentlich nicht korrekt. Wenn die Arbeitgeberin das Gleiche macht, verhält sie sich eigentlich auch nicht korrekt. Es liegt aber auf der Hand, dass das juristisch ja nicht wirklich zu fassen ist. Der Arbeitnehmer wird nicht so blöd sein und sagen, der Arbeitgeberin sagen, weil du mir das Homeoffice verweigerst, gehe ich jetzt in ein Land, in dem ich nachher in Quarantäne muss und im Homeoffice arbeiten kann. Das wird er ja nicht sagen. Sonst ist es eher schon eine Frage für die Vormundschaftsbehörde, wenn man sich so verhält. Also von daher meine ich, ist es in der Tat so, dass der Arbeitnehmer diese Möglichkeit hat. Was wird nachher geschehen? Es ist möglich, dass die Arbeitgeberin nachher sieht, ja, Homeoffice funktioniert ja bestens und dann tatsächlich auf Homeoffice umstellt. Es ist aber auch möglich, dass die Arbeitgeberin konstatiert, nein, also ja, ich bleibe dabei, es geht nicht. Dann hat sie erstens einmal die Möglichkeit, nach der Quarantäne, muss er wieder zurückkommen, dass er dann sofort wieder in ein Land geht, wo er in Quarantäne muss, ist relativ unwahrscheinlich. Und sie kann ihn selbstverständlich künden. Und sie kann ihm ohne weiteres auch künden, indem sie sagt, Entschuldigung, du bist in dieses Land gegangen, nachher in Quarantäne, wir haben Homeoffice gemacht, ich habe den Lohn bezahlt, okay, aber das genügt. Gut. Das sehe ich als Sanktionierungsmöglichkeit, die da gefragt wurde, falls du noch andere siehst. Oder könnte man auch sagen, ich bezahle aus Prinzip kein Homeoffice, auch wenn man es machen kann, weil ich alle Mitarbeitenden gleich behandeln will? Nein, das meine ich, geht nicht. Also wenn jemand, Entschuldigung, das geht selbstverständlich. Die Arbeitgeberin kann natürlich schon sagen, ich mache kein Homeoffice, weil ich das generell nicht will. Nur muss sie dann den Lohn bezahlen ohne Homeoffice, ohne Arbeitsleistung, weil sie ja dann die Arbeitsleistung nicht will, die der Arbeitnehmer anbietet. Mhm. Also so geht es nicht. Ich halte das auch immer für ein etwas heikles Argument. Gleichbehandlung ist gut, aber Gleichbehandlung sollte auch nicht allzu stur behandelt werden, weil nicht alle Leute gleich sind. Es gibt Leute mit Krawatte, es gibt Leute ohne Krawatte, es gibt Leute mit Fliege. Das ist alles etwas unterschiedlich und hat unterschiedliche Folgen. Individualität ist in unserer Gesellschaft nicht das Negativste. Mhm. Danke. Ich kann mich erinnern aus dem ersten Webinar mit dir, dass wir dann auch mal ein bisschen so in die Sozialversicherungen abgedriftet sind. Hier der Vorbehalt, wenn du nichts weißt, darfst du natürlich sagen,
dass du hier keine Antwort geben kannst, aber da sind trotzdem noch zwei Fragen reingekommen, die ich dir gerne stelle. Die erste ist, wenn man jetzt Corona-bedingt einen Arbeitsplatzverlust hat und weiß, dass die Suche nach Arbeitsstellen ja ein bisschen schwieriger wird. Hast du Erfahrung, ob in Sachen Arbeitslosengeld die Ämter was angepasst haben mittlerweile? Also, es gab ja eine ganze Änderung bezüglich der Arbeitslosenversicherung während des Lockdowns, also während der Sondermaßnahmen. Ich habe vorher gerade noch kurz auf der Homepage des Bundesamtes nachgesehen bezüglich der Kurzarbeit. Dort sind soweit ersichtlich alle Änderungen, Erleichterungen entfallen, mit Ausnahme der Abwicklung, die nach wie vor vereinfacht läuft. Bei der Arbeitslosenversicherung als solche, also bei denen, die den Arbeitsplatz verloren haben, dort sind ja die Fristen und die verschiedenen Zeiten, die es braucht, die sind etwas angepasst worden. Wie das jetzt genau übergangsrechtlich wieder funktioniert beim Zurückkehren, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die Arbeitsämter und insbesondere die RAFs, das ist nicht die Rote Armee-Fraktion, sondern das ist die regionalen Arbeitsvermittlungsämter, das stellen bzw. dass die selbstverständlich dem Umstand Rechnung tragen, dass hier einiges schwieriger geworden ist und dass in gewissen Berufsbereichen mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit zu rechnen ist und hier auch helfen. Aber ich nehme an, dass da einiges nach wie vor an Problemen besteht. Und ich nehme an, leider, das ist halt so, dass es immer auch sehr stark auf den Einzelnen Beamten bzw. Beamtin ankommt, wie sie sich verhält und wie sie auf die Leute zugeht. Ja. Es ist in erster Linie auch hier ein Kommunikationsproblem, bei dem man nicht verallgemeinern darf. Ich habe zufälligerweise gestern gerade mit einer Teilnehmerin hier vor Ort auch über dieses Problem gesprochen und dort erfahren, dass gewisse Arbeitsämter zirkulant sind mit diesen Arbeitsbemühungen. Also die haben jetzt das wirklich runtergenommen, dass man nicht mehr so viele Arbeitsbemühungen bringen muss, weil man weiß, das ist ohnehin nur noch eine Tick-Box-Geschichte, weil es keine Stellen gibt und keine neuen Stellen geschaffen werden und deshalb da vermutlich eine Veränderung ist. Gut, Thomas, wir sind schon über der Zeit. Wir haben noch zwei, drei Fragen, aber das ist gut so, dass wir mehr Fragen haben als Zeit. Wir möchten aber trotzdem schön in der Zeit bleiben und schließen das ab. Wenn Sie noch Fragen haben oder diese nochmal stellen wollen, dürfen Sie die gerne noch nachreichen. Dann können wir die im Anschluss noch beantworten. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie wieder mit dabei waren und für Ihr Interesse an diesem Thema, das jetzt bereits das dritte Mal jetzt von uns aufgearbeitet wird. Wir hoffen, dass Sie profitieren konnten von diesem Webinar, dass Sie Hilfestellung gekriegt haben, vielleicht ein bisschen Wissen, was Sie vorher noch nicht hatten. Und wenn Sie das nochmals schauen wollen, dann wird das in Kürze verfügbar sein. Wir schalten das auch bei den anderen Webinaren oder wenn Sie auch ein anderes nachschauen wollen, das Sie verpasst haben, schauen Sie dort rein. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bald wieder beim nächsten Webinar begrüßen dürfen. Die Themen, die laufend angepasst werden, finden Sie bei uns auf der Webseite. Schauen Sie dort vorbei und melden Sie sich für das eine oder andere an. Vielen Dank nochmals auch dir, Thomas, ganz herzlich, dass du wieder zur Verfügung gestanden bist. Und danke nochmals alle. Schönen Tag noch miteinander. Besten Dank allen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.